Herzlich willkommen zum neuen Revival unseres wunderbaren Sneaker-Blogs und unserer wunderbaren Sneaker-Reviews. Hier ist wieder euer fetter und sneakersüchtiger Chris. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch die Fila Disruptor vor, die ich freundlicherweise, weil ich bin einfach nett, Lara zur Verfügung gestellt habe. Die uralten Abonnenten von euch kennen das Chuck's Dainty Review mit Johanna. Das kam recht gut an bei euch. Ja, und das hat auch sehr, sehr viele neue Abonnenten dazugebracht, also zum Channel. Und ja, die waren dann auch irgendwann wieder enttäuscht, weil einfach keine Reviews mehr kamen. Das hat einfach nur zwei Gründe. Damals wusste ich wirklich nicht, nach dem Hip-Hop-Kram, den ich da gemacht habe, was ich wirklich machen möchte. Und das Review, was ich schon online hatte, das habe ich dann auch einfach bei den technischen Dingen bei mir im Jetzt-Teste-Ich-Blog mit eingefügt. Und das passte einfach nicht so ganz, denn die meisten Leser, die sind einfach, oder die stammen aus Google und die wollen einfach Technik lesen, alles, was ich da mache, und nicht irgendwie sowas wie Sneaker dazwischen haben. Und ja, das hat einfach nicht geklappt. Deshalb jetzt den eigenen Blog und das Ganze kann ich jetzt einfach perfekt mit euch dann auch so umsetzen. Ihr denkt euch dann sicherlich, Technik und Sneaker passen einfach überhaupt nicht zusammen. Ja, das stimmt nicht so ganz, da muss ich den Finger heben, Freunde, ja. Denn unsere Härtetests und zerstörte Minutenfolgen sind euch bekannt. Da werden Technik und Sneaker halt gezahlt, ganz normal, wie ihr es so kennt. Ich zeig's euch mal im Background, also im Hintergrund. Und genau euer Feedback zu den meisten auffälligen Sneakers war halt auch der Grund, warum ich diese Idee, so wie sie ist, auch umgesetzt habe. Denn das schwirrte mir schon länger im Kopf, so Schon vor vielen Jahren, da gab es Knuddels noch und da waren so berühmte Buffalos und das wollte ich einfach mal machen. Nur hiermit kann ich das einfach extrem gut, ja, mit euch gemeinsam umsetzen und so einen kleinen Traum erfüllen. Da steckt so ein bisschen Herzblut drin. Die meisten Mädels sind euch schon bekannt. Ich werde von Kimbo, Joyce und Laura unterstützt, die auch gleichzeitig unsere Härtetests und zerstörte Minutenfolgen übernehmen. Die kennt ihr ja mittlerweile auch wirklich. Die laufen ja eigentlich sonst jede Woche, nur gerade nicht. Dann haben wir noch ein externes Team, bestehend aus Freunden oder auch euch irgendwann, die diese Sneaker halt ausschließlich nur für den Blog reviewen. Und ja, diese Leute sind einfach auch nicht bei uns hier auf YouTube zu sehen, nur im Review jetzt, wenn ich meins mache und man sieht die halt durch ein Bild laufen oder sowas. Aber in Härtetests und so weiter sind die nicht zu sehen. Auf YouTube erscheint dann nur ein Review, wie hier zu sehen, also ein einfaches Review, und den ganzen anderen Kram, den könnt ihr euch dann einfach im Blog anschauen unter schuhtagebuch.de. Links sind alle in der Beschreibung. Das eigentliche Review, das, was ich eigentlich vorhatte, das läuft einfach über einen längeren Zeitraum mit einer ausführlichen Beschreibung davon, und das findet ihr einfach im Blog. Ich werde halt in Zukunft, wie schon erwähnt, auch via YouTube nach neuen Sneakerträgern suchen, damit ihr auch einfach die Möglichkeit habt, ein Teil davon zu werden. Derzeit sind das jetzt nur Damen-Sneaker, die wir haben, weil die erstens mehr gesucht werden, ganz klar. Zweitens, weil ich ein Mann bin und es selten ist, dass ein Mann sowas vorstellt, natürlich. Das soll ja so ein bisschen im Kopf hängen bleiben, so bei euch auch. Und ja, alles andere wird noch kommen. Die also länger dabei sind und mich abonniert haben, die werden auf jeden Fall sehr viel Glück haben, denn ich werde einen von euch aussuchen oder mehrere, damit auch die alten Abonnenten, also gerade ihr, was davon habt. Jedes Teammitglied ist im Blog gelistet, ihr findet den Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir mal zum Blog selbst. Wir haben unser Sneaker-Team, ja, da findet ihr dann die Mädels, die aktuell mit dabei sind. Dann gibt es noch den Reiter aktuelle Sneaker Review, das erklärt sich eigentlich von alleine. Dort findet ihr die Sneaker und Mädels, die derzeit aktiv noch Sneaker tragen, damit halt immer alles übersichtlich bleibt. Im Reiter Last Pickup oder auch LPU findet ihr die Sneaker, die wir dann zuletzt gekauft haben und die dann ja bald hier auf YouTube erscheinen. Unter aktuelle Releases sind die aktuellen Sneaker-Releases zu finden. Nicht alles, sondern das, was uns auch gefällt und dann auch genommen wird. Im Lexikon stehen einige Schlagwörter über die Sneaker selbst, die wir allgemein beschreiben. Und der Reiter Schuhe gratis testen erklärt sich auch von selbst. Manchmal bestelle ich einfach zu viele Sneaker oder einige Sneaker passen nicht. Ja, dann schicke ich die nicht zurück, sondern stelle die einfach dann praktisch euch zur Verfügung. Dann könnt ihr euch drauf melden und ja. Und dann regeln wir das halt gemeinsam. Dann gibt es noch ein paar Kategorien, die sind nicht ganz so wichtig, könnt ihr einfach mal reinschauen. Und eine einzige Person, die nur für den Skater-Bereich zuständig ist, denn wir haben auch Skater-Schuhe, die wir hier reviewen wollen, die trägt nicht jeder, da haben wir ein bisschen lange gesucht, aber sie ist da und schaut's euch einfach an. So, nun haben wir genug geredet und wir kommen zu Laras wunderbaren Fila Disruptor mit der Bezeichnung Disruptor as Low Woman und der Farbe Monument, hier zu sehen in der Schuhgröße 38. Endlich mal eine Größe, die auch vernünftig ist. Ich will aber die anderen Mädels auf jeden Fall nicht diskriminieren, das ist einfach nur ein kleiner Spaß. Bilder von Lara und den Sneakers findet ihr im Blog. Link zu Amazon und zu den Schuhen natürlich ist ebenfalls da vorhanden. Einfach mal abchecken. Ist ein bisschen was anderes, als ihr sonst gewohnt seid. Einfach mal reinschauen und gebt eure Meinung einfach dazu wieder. So, aber warum gerade dieser Sneaker? Ich feiere diesen Schuh einfach selbst, weil er mir aus meiner Kindheit bekannt ist. Ich hatte den selbst damals als kleines Kind in Blau. Das ist die Ursprungsfarbe eigentlich gewesen in den 90ern. Das war 1996, da kam der raus. Und daher war es natürlich irgendwie auch ganz klar, dass ich genau diesen Sneaker holen muss. Also das Revival, das hat mich so gefreut, wo das rauskam. In den 90ern gehörte der Sneaker eher zu den
ja, futuristischen, sportlichen und auch auffälligen Sneakers, denn damals gab es nur sowas wie Superstars, die waren dann noch ja mega in, die wurden ja Ende der 80er so ein bisschen berühmt, auch durch Run-DMC. Dann gab es die Osiris, die waren mega beliebt, und Buffalos, also auch diese Buffalo Skater. Viele war damals mehr so als Trend, einige von euch kennen sicherlich auch die Pullis dazu. Wer viele hatte, der war King auf dem Schulhof, wer nicht, ja, der war halt nicht der King, aber so war es halt damals. Auch Lara zum Style, müsst ihr euch mal im Blog einfach anschauen. Aber Leute, schauen wir uns den Sneaker mal genauer an. Die Sohle ist schon etwas ganz Besonderes, ja, die gefällt mir super. Ich nenne sie eigentlich immer die Haifischsohle. Das erinnert mich einfach immer an so eine Flosse, die so ein bisschen aus dem, ja, aus dem Meer so kommt. So wisst ihr, so ein bisschen aggressiv. Und die Midsohle, ja, die macht etwas her, also richtig was her. Denn der Fersenbereich, der grenzt sich eigentlich ganz deutlich vom vorderen Bereich ab. Gerade den Teil der Toebox, also der vordere Bereich, erzeugt auch halt genau dieses futuristische Design, dieses Muster, was diesen Schuh einfach auch so ein bisschen besonders macht. Bei der Outsole sieht es dann richtig geil aus, also kein Standard 0815 oder sowas, so wie bei, naja, ich sag mal, standardmäßig ist für mich immer so, so nichts sagen, so vielleicht, naja, Chucks geht noch so, vielleicht ein bisschen Richtung, weiß nicht, Richtung Deichmann oder sowas, das ist immer so ein bisschen nichts Besonderes, aber es passt halt perfekt zum Schuh, sehr futuristisch und natürlich auch zackig, wie der Kopf von Bart Simpson. Liebe Grüße an einen Kollegen. Erinnert ein wenig an Winterschuhe für den perfekten Grip. Vieler verewigt sich natürlich auch selbst, und ich persönlich kann den Abdruck, wenn ich den irgendwo sehen sollte, im Sand oder was weiß ich, in der Erde, den erkenne ich sofort. Und wenn ihr das seht, dann wisst ihr auch, jo, da habe ich von Chris gelernt, das ist der Fehler des Raptor S Monument. Den hat er vorgestellt. Wir schauen uns mal das Video ein. So, Leute, laut Lara ist das Fußbett sehr weich. Das ist auch im Blog zu finden, mal reinschauen. Angenehm und passt sich auch dem Fuß sehr gut an. Die Einschätzung passt aber auch sehr gut zu der etwas dickeren oder höheren Sohle, denn die Sohle an sich, die ist halt ziemlich hoch. Wenn wir jetzt das Ganze mal mit einem mit Chucks oder mit Vans vergleichen, da ist die ziemlich, ziemlich dünn, und dann spürt man auch jeden Stein. Da ist die ein bisschen höher und dementsprechend auch, ja, sehr weich. Wenn du es nicht ganz so pollig magst, dann kann ich dir auf jeden Fall noch den Fila Ray empfehlen. Das ist ein ähnliches Design, aber ohne Zackensohle und auch ein bisschen weniger auffällig, aber es geht halt so in diese Richtung. Und dann gibt es da noch den Fila Deformation, müsste das sein, aber der ist wieder ein bisschen zackiger. Einfach mal die Links abchecken, dann kannst du dir anschauen, was dir davon gefällt. Die Upper ist beim Fila Disruptor besonders beim Monument mega krass gelungen. Der Einstieg ist schön weich und auch wirklich sauber verarbeitet und geht halt auch perfekt in die Wildlederoptik über. Die Nähte und Extraaufnäher bestimmen gerade beim Monument ja das besondere Design, was eigentlich recht gut an den Ursprungssneaker auch herankommt, denn der war eigentlich blau oder weiß. Das ist ähnlich gehalten, aber halt mit Normalleder oder mit, also ein bisschen glatt gehalten und nicht so wie hier, so ein bisschen Wildleder so angeraut. Die Qualität stimmt hier einfach. Ein grandioses Upper, ich muss ganz ehrlich zugeben, sehr gut gelungen. Und falls jemand von euch diesen Sneaker trägt, dann darf er gerne seine Einschätzung mal unten in die Kommentare teilen. Ich bin immer gespannt, was ihr dazu sagt, auch wenn es kritisch ist, einfach reinhauen. Ihr wisst ja, ich bin immer ganz offen zu euch, und das sollt ihr auch zu mir sein. Die Toebox ist beim Fila Disruptor ziemlich klein gehalten, das gilt auch hier bei jedem Modell. Dadurch wirken selbst große Füße, liebe Grüße gehen raus an Joyce mit über EU40 übrigens, sehr klein. Also Mädels, ab mindestens EU40, das ist genau euer Sneaker, er wirkt zuerst groß, ist aber nicht, schlagt einfach zu. Die Laces werden durch einzelne Laschen gezogen, auch das trägt sehr gut zum Design bei. Der Disruptor wird farblich eigentlich nur mit den beiden Fila-Logos abgerundet. Ja, der Rest bleibt sonst komplett weiß durch die Sohle und grau durch das Upper. Laut Laras Einschätzung wirkt der Schuh zwar im ersten Moment klobig und schwer, so ein bisschen prollig, so ein bisschen groß, ist er aber nicht. Er lässt sich leicht am Fuß tragen und wirkt selbst da sehr klein, wie ihr auch an den Bildern sehen könnt. Ich kann es auch bestätigen, denn ich muss den reviewen, hatte ihn natürlich in der Hand, und ich muss ehrlich zugeben, hohe Qualität, aber dann doch sehr einfach, sehr leicht, sehr gut gemacht. Obwohl der Sneaker ziemlich viele kleine Aufnäher und Besonderheiten hat, wirkt er keinesfalls überladen, so wie der Balenciaga Triple S war das, glaube ich. Der ist jetzt auch wirklich teuer, der kostet glaube ich 700 €, aber ich finde, der wirkt ein bisschen überladen, und der ist auch meiner Meinung nach nicht ganz so schön. Und das liegt jetzt nicht am Preis, also ich würde den auch für 100 € nicht mitnehmen, ich finde den echt nicht toll. Und ja, die Jungs von Fila, die wussten in den 90ern schon, was gut und schlecht ist. Ein wirklich sehr gelungener Sneaker, Lara und ich können ihn einfach weiterempfehlen, also von beiden Seiten einfach mal eine klare Empfehlung hier vom Schuh-Tagebuch. Schaut auf jeden Fall im Blog vorbei, ja, ich möchte es nicht zu oft erwähnen, es wirkt so wie ein bisschen Werbung, aber ist halt mein, ja, so ein bisschen Herzblutstecker drin. Wenn ihr halt wissen wollt, wie der Fila Disruptor in den nächsten Monaten, ja, so ausfällt, was er durchhält, ob der irgendwie Schwächen hat und ob sich auch die Qualität, die im ersten Eindruck zustande kam, auch halten kann. Drei Artikel wollen wir auf jeden Fall verfassen, also jetzt der Anfangsartikel, der ist jetzt online, dann vielleicht nochmal in so
ja, 4-5 Monaten noch ein und dann, wenn es zum Ende hingeht, vielleicht noch mal ein, dann haben wir halt so einen Komplett-Text und das für jeden Sneaker, das kann schon was Schönes werden. Wie gesagt, Link zum Blog und zu den Sneakers auf Amazon findet ihr in der Beschreibung, einfach mal draufklicken, dann kommt ihr auch direkt hin. Und die Sneaker-Reviews an sich, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, die machen mir einfach am meisten Spaß. Schon seit Jahren mache ich das irgendwie so ein bisschen drumherum. Ich habe da sehr viel vorbereitet und ja, das ist wirklich so ein Riesentraum, den ich jetzt einfach damit erfülle. Und es freut mich einfach auch sehr, dass ihr dabei seid, egal wer jetzt dabei ist oder dazukommt. Es ist einfach super, dass man das gemeinsam machen kann. Und wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, wenn ihr irgendwelche Sneaker-Modelle hier sehen möchtet, die wir halt im Review so ein bisschen rannehmen sollen, einfach melden, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir sind für euch da und das wird halt so ein kleines, ja, so ein kleines Sneaker-Format, was wir hier machen. Und das war's auch schon wieder, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch so lange da dran geblieben seid an dieser Folge. Bis dann und bis zum nächsten Video.